Auf dem Obertorplatz in Dippoldeswalde ist durch den Wegriss des Roten Hirschs eine Lücke entstanden. Diese steht im besonderen Interesse der Archäologen. Erhoffen sie sich, doch Relikte des historischen Bergbaus von Dippoldeswalde zu finden. Also im Vorfeld 2009 auf dem direkt angrenzenden Obertorplatz gab es Sondierungen. Es wurden drei Schürfe, also schmale Schürfe angelegt, und in diesen Schürfen hatten wir schon Hinweise, dass es Siedlungsschichten aus dem 13. Jahrhundert gibt. Also es war eine relativ massive Schicht, die da ein Kollege vom Landesamt angeschnitten hat. Und die Funde, wiederum Keramik daraus, deuten darauf hin, dass die Siedlungsschicht aus dem 13. Jahrhundert stammt. Vom Obertorplatz gibt es keine Informationen über die Bebauung vor dem 17. und 18. Jahrhundert. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die hochmittelalterlichen Schichten relativ unbeschadet sind. Ja, also die oberen Schichten haben wir mit dem Bagger natürlich abgenommen. Es handelt sich dabei ganz oben um rezenten Aufschüttungsmaterial vom Abriss des Roten Hirschs. Darunter Planierungsschichten aus der Neuzeit, wo wir entschieden haben, aufgrund des Profils, dass wir einen Teil davon per Bagger abtragen. Wir haben da hinten, wie gesagt, diese mögliche Kulturschicht angeschnitten, die jetzt ab diesem Level per Hand noch ein Stück abgetragen wird, um Funde rausglauben zu können. Und das ist eine mühsame Arbeit. Irgendwo zwischen Steinen und Erdmassen liegen kleine Fragmente. Nicht alles sind so schön zu erkennen wie dieses Keramikteil eines Gefäßes. Also als erstes verhoffen wir uns natürlich Keramikmaterial. Das können einfache Fragmente sein, wo wir diese Kulturschicht am Ende datieren können. Wo wir wirklich eine Aussage machen können, wie alt die ist. Am Anfang sind es ja nur Mutmaßungen. Und wenn man die Schicht wirklich abgräbt und anhand des Fundmaterials, kann man dann die Schicht datieren. Vielleicht haben wir auch noch ganz schöne Funde aus der Bergbauzeit. Vielleicht hat ein Bergmann irgendwie ein Bergeisen verloren. Oder vielleicht finden wir sogar so eine Lampe, wo sie unter Tage, also so eine Grubenlampe oder sowas. Das wär ein schöner Zusatz, was man aus so einer Schicht eventuell gewinnen könnte. Da das Gebäude unterkellert war, ergibt sich eine tolle Übersicht über die unterschiedlichen Schichten. Der Fachmann erkennt zuerst in der Schicht 13 hier den gewachsenen Fels. Es handelt sich dabei um Gneis, also es ist wirklich der gewachsene Fels erreicht. Darüber haben wir vermutlich eine Verwitterungsschicht, was hier die 39 ist, ungefähr 40 cm mächtig. Interessant wird es ab dieser Schicht 38, haben wir hier ein schmales Band. Man sieht es eigentlich hier, ein graues Band. Möglicherweise haben wir hier eine Kulturschicht. Wenn wir ganz viel Glück haben, eine Kulturschicht aus dem 13. Jahrhundert, aus dem Hochmittelalter. Und darüber haben wir die Schicht 37, vermutlich eine neuzeitliche Grube, die unsere Kulturschicht stört. Im Hintergrund haben wir diese 38 flächig nochmal erhalten, wahrscheinlich etwas massiver. Und an der rechten Ecke haben wir noch den Befund 40. Haben wir keilförmig, schneidet hier eine Grube ein. Vermutlich, also diese Grube ist verfüllt mit Gneisgruß, möglicherweise Schlägelmaterial. Und wir haben Holzkohle in dieser Schicht gefunden. Und das ist eigentlich ein Hinweis für uns, dass es eventuell ein möglicher Schacht sein könnte oder ein Prospektionsloch, die der Bergbau möglicherweise der Bergmann im Mittelalter möglicherweise hier diese Grube angelegt hat. Leider haben wir die Grube, können wir nicht ganz erfassen, weil sie noch ein Stück Richtung Straße geht. Aber von dem ersten Eindruck, den wir haben, haben wir eine relativ steile Grube und was eigentlich für einen Schacht spricht. Ja, diese Grube 40 werden wir uns noch in der Fläche dann anschauen. Wir werden quasi die oberen Schichten, also diese moderne, also nicht moderne, neuzeitliche Grube entfernen und hoffen, diese Grube flächig zu erfassen und das Ausmaß dieser Grube dokumentieren zu können. Aber bei diesen Grabungen stehen die Bergwerke nicht im Mittelpunkt. Die Wissenschaftler wollen erfahren, wie die Bergleute gelebt haben. Natürlich gibt es auch Vergleichsfunde, die uns sagen, dass möglicherweise der Bergmann direkt hier gewohnt hat. Also in Dippoldeswalde ist bekannt, dass es eine Unmenge von Schächten gibt. Und aus dem Mittelalter. Und es gibt Vergleichsfunde von anderen Bergstadtsiedlungen, also da ist zum Beispiel der Treppenhauer zu nennen. Bei Frankenberg, da gibt es eine wüste Bergstadt aus dem 13. und 14. Jahrhundert.
Und dort wurden auch Schächte gefunden. Und in unmittelbarer Nähe von solchen Schächten, wie man eventuell halt hier wir haben, hat der Bergmann gelebt. Also sie haben jetzt nicht weit weg gelebt, sondern haben sich neben den Schächten gesetzt und haben da in ganz einfachen, zum Teil einfachen Grubenhäusern oder einfachen Holzbauten möglicherweise direkt daneben gelebt. Und das ist ein Indiz für uns, dass es eventuell hier auch Siedlungsrelikte aus eben dieser Zeit von dem hochmittelalterlichen Bergbau geben muss. Die Grabung ist eine Ergänzung zum laufenden Archimontanprojekt, in dem der hochmittelalterliche Bergbau in Sachsen und Böhmen untersucht wird. Es werden Schächte dokumentiert und Funde gesichert. Eine Bergmannsiedlung wäre da eine perfekte Ergänzung. Doch viel Zeit haben die Archäologen für ihre Untersuchung nicht. Also es gibt eine ganz gewisse Vorgabe von der Stadt Dippoldiswalde, die uns auch mit den Grabungen dankenswerterweise unterstützt. Wir haben vorab eine Grabungsdauer von 3 Monaten ausgemacht. In diesem Zeitraum sollten wir eigentlich diese Bautiefe von 1 Meter, die wir auch als Vorgabe hier haben, schaffen. Also alles, was sich in dem Meter befindet, sollten wir freigelegt haben und dokumentiert haben. Also voraussichtlich, wenn nichts Gravierendes passiert, sollten wir 3 Monate für die Grabungen hier benötigen. Wir verfolgen natürlich die Grabungen weiter und halten Sie über Fortschritt und die Funde auf dem Laufenden.